Dies ist das erste von mehreren Videos, die sich um die Publikation einer Website von A bis Z drehen. Diese Videos sind nicht Bestandteil des regulären Curriculums des COS Digital Typography, darum ist es fakultativ, ob du das anschaust oder nicht. In der Regel behandeln wir die Frage nicht, wie ein Webspace eingekauft und konfiguriert wird und wie ein Content Management System programmiert wird. Aber es haben genug Teilnehmerinnen und Teilnehmer Interesse daran bekundet und darum möchte ich die vorlesungsfreie Sommerzeit nutzen, um ein bisschen auf dieses Thema einzugehen. Ich werde grob über drei Bereiche sprechen. Beim ersten geht es darum, wie kommst du zu einem Webspace, zu Serverplatz, einer Domain? Wie musst du das konfigurieren? Und dann die zweite Frage, wie kannst du bei dir auf dem Computer an einer Website arbeiten? Das heißt, ein Content Management System installieren und programmieren. Und dann der dritte Teil ist dann, wie kommt das auf den Server, wie machst du den Datentransfer? Das sind grob drei Bereiche, es ist aber möglich, dass es mehr als drei Videos geben wird. Und wahrscheinlich werden die Videos ziemlich lang, weil es ist doch ein ziemlich komplexes Thema. Ich werde aber versuchen, das möglichst einfach zu halten. Beim ersten Bereich Hosting und Domain, da schauen wir verschiedene Angebote an. Drei Schweizer Anbieter, mit denen ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich möchte keinen davon besonders anbieten oder bewerben. Aber ich möchte drei verschiedene zeigen, damit du siehst, dass auch wenn es ums Gleiche geht, das immer sehr unterschiedlich aussehen kann. Und es ist vielleicht, wenn du das zum ersten Mal einkaufst, nicht ganz klar, worauf es drauf ankommt. Und dann werde ich eine Domain auswählen und ein Abo lösen und diesen Webspace konfigurieren. Und dann wird die Frage sein, wie kann ich ein Content Management System installieren? Was ist das überhaupt? Du kennst ja jetzt die Grundlagen HTML und CSS und damit kannst du auch Websites herstellen. Aber wenn es etwas komplexer wird, dann ist es mühsam, wenn du die Inhalte direkt im Quelltext editieren musst und es ist einfacher, eine Software zu benutzen, wo du Inhalte einer Website mit einem User-Interface bearbeiten kannst, ohne dass du dich mit dem Code, mit dem Quelltext herumschlagen musst. Aber natürlich ist es notwendig, da dieses CMS zu konfigurieren und zu programmieren. Und dazu wird es nötig sein, eine Programmiersprache anzuschauen, wenn auch nur oberflächlich, die du wahrscheinlich noch nicht kennst, und das ist PHP. Es gibt auch andere Programmiersprachen, Python, JavaScript, mit denen Websites betrieben werden können. Aber das würde zu weit führen, das auch noch anzuschauen, und ich möchte, wie gesagt, dass das Thema möglichst auf eine einfache und pragmatische Art behandeln. Also lokale Entwicklung, das heißt dann auch, wie bearbeiten wir den Quelltext. Du weißt auch schon, wie das geht mit einem Texteditor. Und dann brauchen wir einen virtuellen Server, der so tut, wie wenn die Website wirklich im Internet verfügbar wäre, im Web. Und dann schließlich müssen diese Daten von deinem Computer auf den Server transferiert werden. Und da möchte ich zwei Methoden zeigen. Die erste, althergebrachte, ist mit dem File Transfer Protocol, FTP. Das ist ein Datentransfer per Drag and Drop. Wie wenn du es bei dir mit dem Graphical User Interface deines Betriebssystems machen würdest. Das ist relativ fehleranfällig und die Gefahr ist, dass du Daten verlierst, dass Daten überschrieben werden, die du nicht gespeichert hast. Und darum möchte ich eine modernere
Variante zeigen, die sich in den letzten Jahren etabliert hat, nämlich die Publikation von lokalen Daten mit der Software Git. Das ist eine Versionierungssoftware, was das heißt, sehen wir dann. Aber kurz gesagt ist es eine Methode, die viel weniger fehleranfällig ist. Beziehungsweise, wenn Fehler passieren, ist es möglich, frühere Zustände herzustellen und das Risiko, Daten zu verlieren beim Transfer, ist damit viel geringer. Okay, jetzt beginnen wir damit, dass wir einen Webspace einkaufen.